Und weiter geht es mit The Kite. Vielen Dank schon mal im Voraus an Michelle, die mir ja in den Kommentaren einen Tipp gegeben hat, dass ich doch am Auto mal näher nachschauen soll. Das werde ich jetzt gleich auch machen. Eine kurze Info, mein Headset ist leider kaputt gegangen. Ich dachte, mit ein bisschen Paketband kann ich es noch retten, weil das hat so einen ganz fiesen Wackelkontakt gehabt. Der Ton ist immer weggebrochen. Ich sitze jetzt hier mit meinen Smartphone-Kopfhörern, was ja auch an sich nicht so schlimm ist. Nur habe ich die ganze Zeit jetzt so ein Instant-Brummen auf dem Ohr. Ich hoffe, ich höre mich deswegen auch nicht genervt an oder so, aber es nervt doch extrem. Ich sollte mir wirklich mal ein neues Headset holen. Und ich glaube, wenn ich heute Abend einschlafe, werde ich da auch noch dieses Brummen hören. Das wird mich jetzt wohl ein paar Tage nicht mehr loslassen. Aber ich spiele jetzt einfach mal weiter und gehe mal zum Auto. Ah, ich kann es auch tatsächlich anwählen. Oh oh. Ah, super. Dankeschön, Michelle, danke. Jetzt können wir nämlich nach oben. Und da oben lag ja auch irgendwas, wenn ich mich recht entsinne. Und vielleicht können wir uns das jetzt holen, aber ich glaube, es geht viel mehr um die Antenne. Weil unser lieber Ehemann schaut ja Fernsehen und kümmert sich einfach nicht darum, wo denn unser Sohn ist, der hier mitten in der Nacht in dieser trostlosen und doch sehr gefährlichen Gegend mit seinem Drachen spielt. Also einfach weggelaufen ist. So, das müsste sie sein. Oder war das doch diese hier? Das ist nicht unsere Antenne. Jetzt muss ich mal gucken, wenn das nämlich diese hier war. Nee, Moment, war das hiermit? Ja. So, und jetzt müssten wir eigentlich auch zu... Ach, da oben ist der Drache. Das heißt, unser Sohn ist irgendwo hier unten. Hoffentlich sieht sie das auch. Ah, der Drache. Das ist vermutlich Andrew. Hm? Oh oh. Wer zur Hölle denkst du, wer du bist? Ole, nimm's locker. Unser Kind ist auf der Straße. Allein. Sag du mir nicht, was ich zu tun habe. Das ist alles deine Schuld. Was zur Hölle stimmt nicht mit dir? Du kümmerst dich um gar nichts. Du kümmerst dich nicht mehr um unseren eigenen Sohn. Mein Gott, was habe ich getan? Ich muss unseren Sohn finden. Beziehungsweise ihren Sohn. Da habe ich das ja in der vorherigen Episode nochmal als Beschreibung geschrieben, dass ich ihn gerne töten möchte. Und jetzt ist es tatsächlich passiert. Ja, ich meine, das kann passieren. Wir können ihn auch nicht anklicken, oder? Nein, aber lebt er denn noch? Weil der bewegt sich ja noch. Das Blöde ist natürlich, hoffentlich sieht uns jetzt keiner, weil das ist ja doch schon ganz auffällig. Aber ich möchte zum Sohn. Schnell weg hier. Ich denke, wir können uns vielleicht irgendwie waschen. Irgendwo. Ich gehe jetzt erstmal zurück in die Wohnung. Und hier sieht uns auch keiner gerade. Ich kann mir vorstellen, dass sowas hier doch relativ häufig passiert. Jetzt nicht unbedingt Mord, aber wir können auch nicht mehr hier zur Nachbarin. Besser ist das. Schnell rein. Können wir hier irgendwas machen? Nein. So, Störung im Fernseher, das war natürlich klar. Die Spieluhr möchte ich auch nicht anmachen.
Ab in die Küche, ganz schnell. So. Das können wir immer noch nicht. Wo ist ja eigentlich das Badezimmer? Das war wohl fürs Spiel selber nicht so wichtig. Okay, es sieht aus, als kann ich hier nichts machen. Das ist natürlich blöd. Nein, ich kann nichts machen. Da bleibt mir jetzt gerade nichts anderes übrig, als nach draußen zu gehen. Auch nichts. Also, wir haben gerade unseren Ehemann getötet und suchen jetzt unser Kind. Jetzt muss ich gerade nur ein bisschen warten, weil ich wollte nach rechts in der Ecke gucken, ob da vielleicht irgendwas ist, was wir noch mitnehmen können. Mir ist natürlich gerade auch aufgefallen, dass der Drachen dann doch nicht mehr zu sehen war. Da ist was. Okay. Das ist der Aufzugknopf. Können wir den vielleicht reparieren? Ne, den konnten wir jetzt mitnehmen. Ah, das sind Kabel. Okay. Aber den Aufzug selber, den können wir nicht benutzen. Werde ich erstmal nach unten gehen. So, hier waren wir, glaube ich, auch noch nicht. Ampel. Was können wir da machen? Kannst dich erreichen, ja, aber du hast ja Gott sei Dank eine Leiter bei. Also anklicken kann ich nichts, aber die Kabel sind wahrscheinlich. Nein? Nein. Das ist natürlich wieder Schwachsinn, was ich mache. Okay, also erstmal weg von der Ampel. Und hier ist auch noch was. Ah, eine Brechstange. Ja, man sollte bei solchen Spielen wirklich immer vorsichtig mit der Maus überall gucken. Man kann sehr leicht was übersehen. Ah, gut. So, können wir denn da dran? Kann ich... Moment. Super. Nur was kann ich damit jetzt machen? Kabel? Funktioniert nicht. Funktioniert nicht. Aber. Oh, noch mehr Kabel. Ich gehe jetzt erst einmal weiter. Ach ja, genau. Okay, wir müssen also erst die Ampel reparieren, um über die Straße zu kommen. Aber hier ist ja ein Zebrastreifen. Aber anscheinend kümmert sich da keiner drin. Und jetzt bin ich doch ein bisschen verwirrt. Ah. Super. Hallo? Das muss funktionieren. Ach, Moment. Vielleicht lieber hier hin? Funktioniert nicht. Was? Kann ich vielleicht noch was mitnehmen? Nee. Und gehe ich noch einmal hier hoch? Weil ich muss ja jetzt hier irgendwas machen.
Also hier an den Seiten ist ja auch nichts. Das Blöde ist natürlich auch, dass hier nichts gesagt wird, wenn ich hier draufklicke. Jetzt habe ich mich aber erschrocken. Aber hier funktioniert es. Okay. Hallo? Ah, jetzt habe ich eine Glühbirne. Aber wofür brauche ich denn die Glühbirne? Rot. So. Na, ob das funktioniert? Ich weiß ja nicht. Nee, Moment. Das wäre ja dann rot. Das heißt, einmal aufmachen. Jetzt kann ich die Kabel gar nicht mehr nehmen. Moment. Doch klar, hier unten. Danke. So, das wäre dann ja jetzt grün. Es funktioniert auch nicht. Ich stelle mich natürlich gerade wieder etwas dämlich an. Also noch einmal. Also aufmachen. Die Glühbirne nehmen. Hier einsetzen. I need a red light. Oh. Ja, wo soll man denn jetzt ein rotes Licht herkriegen? Oder meint sie, dass ich, aber das hatte ich ja gerade gemacht. Ich hatte ja gerade das erste Licht ganz oben. Oder hatte ich das, wahrscheinlich hatte ich das falsch gemacht. So, jetzt haben wir ja ein rotes Licht. Okay, brauche ich vielleicht sowas wie rote Farbe? Also ganz blöd. So, ich setze dich hier ein. Ich brauche ein rotes Licht. Also, das wäre jetzt grün, gelb, rot. Aber, im roten Licht sagt sie ja nichts. Ah! Oh, mit Blut, natürlich. Jetzt haben wir rotes Licht. Gut, dass wir unseren Ehemann abgemurkst haben. Keiner sagt irgendwas. Nein! So, das war The Kite. Das war ja jetzt doch ein ziemlich ernstes Spiel. Aber das ist ja nicht schlimm. Das macht meinen Kanal ja jetzt nicht zum Depri-Kanal oder so. Ich habe das jetzt am Ende auch nicht übersetzt, weil ja jeder, beziehungsweise die meisten der englischen Sprache doch recht mächtig sind. Und ich bin froh, dass der Junge am Ende doch noch die Augen geöffnet hat. Nur ob da jetzt alles so gut ist, weiß ich nicht. Sie hat ja jetzt ihren Mann ermordet, aber es war ja auch Notwehr. Sowas gibt es natürlich auch traurigerweise wirklich. Und ich muss sagen, Männer, die Frauen schlagen, sind natürlich auch keine wirklichen Männer. Ist aber ein wirklich kurzes Spiel gewesen, aber trotzdem fand ich es recht gut gemacht, auch wenn es sehr einfach gehalten ist. Jetzt lese ich gerade noch nebenbei die Credits ein bisschen. Ganz viel Beethoven war da drin.
Ja, dann würde ich mal sagen, vielleicht finde ich ja irgendwann mal ein Spiel dieser Art und spiele das nochmal. Also vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.